Focaccia mit einem ganz, ganz schnellen, einfachen Rezept, das für jeden umsetzbar ist und ganz viele Wahlmöglichkeiten mal wieder bietet. Simple, einfache Zutaten, die ihr meistens sowieso zu Hause habt. Wir starten, die trockenen Zutaten sind 400 Gramm Dinkelmehl, 100 Gramm Grieß, in meinem Fall Dinkelgrieß, es geht aber auch mit Hartweizengrieß und einen Teelöffel Salz. So ungefähr einen Teelöffel Salz. Dann brauchen wir 300 Milliliter Wasser, ein Päckchen Trockenhefe und einen Esslöffel, einen schwach gehäuften Esslöffel Rohrzucker. Es ist so, in meiner Trockenhefe, das ist eine Bio-Trockenhefe, da sind 9 Gramm drinnen. In vielen Standardhefen, habe ich jetzt aber nachgeschaut, sind 7 Gramm drin. Das macht jetzt nicht den Riesenunterschied. Ich habe es euch jetzt einmal mit 9 Gramm, einmal mit 7 gemacht. Die haben alle wunderbar funktioniert. So, jetzt starten wir. Ihr habt diese 300 Gramm warmes Wasser und das sollte auch wirklich nur lauwarm sein. Da wird oft der Fehler gemacht, dass das Wasser einfach zu warm ist, dann geht die Hefe kaputt und das ist natürlich dann ein bisschen ein Problem. Ich gebe da jetzt den Rohrzucker rein, damit der sich auflösen kann. Ihr hört noch, wie das kribbelt. Gut. Wenn sich der ganz aufgelöst hat, wirklich nochmal reinfassen. Also es sollte wirklich nur handwarm sein, nicht sonderlich wärmer. Dann gebt ihr die Trockenhefe mit dazu und verrührt das und lasst es nur ganz kurz stehen. Das ist für das Grundrezept. Ich erkläre es euch gleich nochmal ein bisschen anders. Gleichzeitig gebt ihr 400 Gramm Dinkelmehl in eine Schale. Es geht natürlich auch mit Weizen, aber ich mag es einfach sehr gerne mit Dinkelmehl zu arbeiten. Dinkelgrieß und eben einen Teelöffel Salz. So, wenn ich diese beiden Komponenten jetzt verrühren würde, hätte ich mit all diesen Zutaten ein schnelles Focaccia gemacht. Ich möchte euch aber ein paar mehr Variationen zeigen. Also ich habe vorhin schon eins vorbereitet, das zeige ich euch gleich. Da habe ich hier einfach in die 300 Milliliter Wasser eine Handvoll Bärlauch, musste ich gerade überlegen, dazugegeben, habe diesen Bärlauch mit dem Wasser püriert, habe dann den Zucker und die Hefe dazugegeben. Dann gibt es so ein ganz leicht grünes Focaccia. Dann könnt ihr auch, wenn ihr kein grünes wollt, sondern eher ein gelbes, lasst ihr die Wassermischung ganz normal, wie sie ist und gebt hier in die trockene Mischung 1 bis 2 Teelöffel Kurkuma-Pulver. Natürlich könnt ihr auch die frische Kurkuma-Wurzel reinreiben, beides wunderbar. Ihr könntet, und das denke ich, werden wir jetzt machen, auch ein paar Chiliflocken reingeben. Dann könnt ihr ein bisschen ein schärferes machen. Also wirklich, da ist euch keine Grenze gesetzt. Macht es so, wie es euch gefällt. So. Wenn das hier alles ein bisschen verrührt ist und ganz kurz gestanden ist, dann könnt ihr das auch schon dazugeben zu euren trockenen Zutaten. Schaut, dass alles an Hefe aus dem Behälter herauslässt. Und dann verrühre ich es erstmal einfach. Dafür reicht euch ganz einfach ein Esslöffel. Ihr könnt das Ganze natürlich jetzt schon in der Küchenmaschine machen. Das ist ganz euch überlassen. So, dann sieht das Ganze so aus. Und wenn das ungefähr diese Konsistenz hat, dann kann ich anfangen, das mit den Händen zu kneten. Egal, ob ihr es mit den Händen macht oder ob ihr es in der Küchenmaschine macht, ihr müsst den Teig immer richtig gut durchkneten. So 5 bis 10 Minuten dürfen das ruhig sein. Ich gebe ihn mir jetzt dafür auf die Arbeitsplatte und dann arbeite ich daraus einen schönen Teig. Wie gesagt, da ist jetzt bis jetzt nur Salz und ein bisschen Chili drauf, also kann ich nachher beim Topping wirklich auch noch was dazugeben. Und jetzt spürt ihr schon, wie der Teig wird. Jedes Mehl ist ein bisschen unterschiedlich. Wenn ihr jetzt merkt, er ist noch ein kleines bisschen klebrig, dann könnt ihr noch ein Mühe an
Mehl drüber geben, aber passt da wirklich auf. Arbeitet jetzt nicht mehr zu viel Mehl rein, sondern wirklich nur, wenn ihr noch ein bisschen was braucht. Ich habe es gerade vorhin den mit Kurkuma gemacht, da hat es wirklich gar keine Prise mehr gebraucht. Da hatte ich jetzt einen Dinkelgries, diesmal habe ich jetzt einen Hartweizengries. Wie gesagt, da könnt ihr alles tauschen. Das ist dann nur so ein Mühenunterschied. Genau, jetzt knetet ihr das Ganze 5 bis 10 Minuten wirklich richtig gut durch, dass ihr einen richtig schönen Teig bekommt. Ich mache das Ganze jetzt ein bisschen kürzer für euch, dass ihr nicht so lange warten müsst. Da klebt immer noch ein kleines Mühe. Und das ist halt, das gehört halt zum Backen und zum Kochen dazu, dass ihr noch so ein bisschen flexibel bleibt. Wenn ihr mal eine Prise mehr Salz oder Mehl oder irgendwas braucht, dass ihr das einfach macht. So, dann habe ich jetzt einen leicht lauwarmen Teig, der ja bis jetzt noch nicht wirklich Gehzeit hatte. Und die braucht er aber unbedingt. Und deshalb bekommt er die jetzt. Ich nehme mir dazu einfach eine Schale, forme dann einfach aus meinem Teig eine schöne Kugel. Und ihr seht jetzt schon schön, das ist ein schöner Teig, man sieht ein bisschen so die Chili-Flocken hier überall und das ist ja auch schön. In meine Schale gebe ich mir jetzt ein bisschen Olivenöl. So. Über meinen Teig auch. Und dann schaue ich, dass er rundherum richtig schön mit Öl bedeckt ist. Weil ich knete den nachher nicht mehr durch. Deswegen ist wirklich wichtig, der kommt nachher direkt so aufs Blech, dass der jetzt wirklich schön eingeölt ist von allen Seiten. So. Dann nehmt ihr euch ein feuchtes Tuch, am besten ein Geschirrtuch. Ich habe so ein ganz langes, kann ich gleich doppelt rumwickeln. Das mache ich an einer Seite ein bisschen nass, damit über dem Teig eine nasse Seite liegt. Einfach, dass der nicht austrocknet. So, und dann gebe ich den jetzt in den Backofen für 60 bis 90 Minuten und lasse den gehen. Dass der wirklich Zeit hat. Ich gebe ihn auf die Stufe in den Ofen, wo mein Teller warm hält. Das sind 50 Grad, das funktioniert wunderbar. Ihr könnt ihn auch auf die Heizung oder ein bisschen in die Sonne geben. Das ist ja ganz euch überlassen. Und jetzt habe ich das Ganze natürlich schon vorbereitet. Das holen wir uns jetzt mal aus dem Ofen raus. Wie gesagt, ich habe es mit ein bisschen Kurkuma gemacht. Und ihr seht schon, wie der sich löst, wie der raus will. Und das darf er natürlich auch. Und ich stürze ihn wirklich nur so. Wo er liegt, liegt er. Wenn ich ihn jetzt ziehe, das wird nichts. Und jetzt kann ich ihn toppen mit allem, was ich will. Also jetzt seid ihr wirklich ganz, ganz frei. Was ich total gerne mag, sind frische Tomaten, ein bisschen klein geschnitten, Oliven oder ein bisschen Basilikum, Knoblauch. Da ist euch ja wirklich keine Grenze gesetzt. Die drücke ich ganz vorsichtig ein bisschen rein. Und dann habe ich mir noch ein Knoblauchöl vorbereitet, was ich drauf geben werde. Und dann habt ihr es schon fertig. Dann schiebt ihr es jetzt noch einmal in den Ofen und dann könnt ihr euch nachher schon drauf freuen. Es ist halt ein Rezept, was ihr wirklich mit allem abändern könnt. Also wie gesagt, Bärlauch fand ich jetzt super lecker. Kurkuma werde ich gleich probieren. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht, aber ist mit Sicherheit auch ganz fein. Und ja, man könnte noch tolle Kräuter, Gewürze, was auch immer. Man kann natürlich auch noch gut eine Prise Salz drüber geben oder Pfeffer. So, und dann ist es schon fertig. Dann kann das Prachtstückchen in den Ofen. Muss jetzt auch nicht mehr unbedingt gehen, also könnt ihr einfach gleich in den Ofen reinschieben. Und wenn es da dann rauskommt, ihr macht das unter Oberhitze und so circa 25 bis
30 Minuten. Meistens reichen 25, wenn der Ofen wirklich gut vorgeheizt ist. Und dann kommt es so raus. Das ist jetzt mein Bella Focaccia, was ich im Ofen hatte, was jetzt schon ausgekühlt ist. Ich liebe es einfach, wenn es nicht zu schmal ist, sondern wenn es richtig luftig leicht ist, dass ich es schön in den Hummus tunken kann und mit ein bisschen Olivenöl essen kann. Das liebe ich einfach. Deswegen, das ist mein Rezept. Viel Spaß damit!